lassen wir auf einmal offen. Ist es dann möglich für Sie? Also machen so, Sie jetzt auch. Wow, Sie sagen einfach, okay, einfach. Jungs, unsere Taktik, die gibt's nicht mehr. Fistband, so Rakaban, jetzt oder nie. Sie scheinen einfach keine Antwort tatsächlich darauf zu finden. Ja, so kurzfristig müssen Sie jetzt sagen, okay, wir gehen hier. Aber nicht mal ein von denen, die wir haben. Alle drei, das sind drei Champions vom Spiel eben. Die wollen jetzt SKTs komplett auseinandernehmen. Aber das bedeutet, SKT ist jetzt gezwungen, quasi eine neue Strategie zu zeigen, könnte man sagen. SKT auf der anderen Seite, Bann natürlich das gleiche wie immer, mehr oder weniger. Also, Fischbann, Lucianbann. L ist da jetzt auch noch rausgenommen. Ich bin auf den First Pick gespannt. Tatsächlich finde ich den Fistbann und den Soraka-Bann relativ unnötig, weil ich finde, dass man diese 1-3-1-Kombo, wenn du die CW einfach nur rausnimmst, schon wegnimmt. So, du kannst den Fist eigentlich nicht wirklich spielen, ohne die CW, die ganze Zeit wegkriegt, oder nicht? Das ist natürlich die Konsequenz, wenn man das alles offen lässt. Man First Pick ist Azir, Maokai Rise, erste Rotation. Da hast du richtig Bock gegen zu spielen, glaube ich. Oh, das wird spaßig für jeden AD Carry Main. Vor allem, wenn Sivir, Lucian und Twitch gebannt sind. Wobei, du hattest gesagt, Azir gegen Ryze ist ein Winning Matchup für Azir, oder? Nicht wirklich. Also, du. Erstes Ryze gut. Ich sag mal, die ersten paar Level gewinnt Azir. Dann gewinnt Ryze, wenn er die Ulti hat. Und danach gewinnt wieder Azir, weil er ihn auch grangen kann. Okay. Also, das wechselt sich so ein bisschen ab. Und es kommt so ein bisschen auf die Power Spikes von den einzelnen Champions an. Und natürlich auch, wie gespielt wird und wie gegankt wird und so weiter. Ja, wieder kein Fokus hier auf Kindred gelegt. Wir sind schon in der zweiten Rotation. Nidalee ist auch offen. Nidalee ist auch offen. Grace wird hier tatsächlich bevorzugt. Jetzt kommt also RNG geht hier wahrscheinlich wirklich auch einmal eine Hard Scaling kommen, wie es aussieht. Mit Azir, mit Graves. Nur was die AD Carry Variante da wird. Also ich denke, Ezreal jetzt zu picken ist tatsächlich ziemlich schlau. Was hat man denn sonst noch außer einer Caitlyn? Ich weiß jetzt nicht, ob er ihn spielt. Der Wuchs. Also... Er könnte wieder auf die Kalister zurückgreifen, wobei Kalister gegen Ryze, Maokai erst andere als stark ist. So okay. Also es geht jetzt hier so viele Powerpicks bekommen. Ezreal, wie gesagt, immer noch ein Signatur-Champion von Bang neben seinem Lucian. Also, sie haben jetzt zwar keine Strategie, die jetzt irgendwie sonderlich außergewöhnlich ist, wie zum Beispiel diese Soraka Fizz-Kombo, aber sie haben einfach OP-Champs. Das Lustige ist ein Support-Last-Pick, so, man sieht man ja. Halt mal. Also sie haben halt nur Powerpicks, dann macht das was. Sie haben auch gerade ganz kurz die Karma für den Support gehabert. Und ich denke tatsächlich, dass das auch sehr gut wäre für SKT, ne? Wenn dieser unfassbar starke Speed-Boost einfach GG. Oh, Tristana hier eigentlich. Wir sind noch auf 6.8, also das könnte noch eine Rageblade Tristana werden. Mhm. Mit 6.9 ist der Ultimate ja getötet worden. Und Poppy wieder eingeloggt. Poppy gegen Nimm die Karma, das passt. Komm, tu es. Bitte lass mich korrekt sein mit meiner Prediction. Dann fühle ich mich gut. Eingeloggt. Ja, ich fühle mich super. Oh, ja, auf jeden Fall, ich denke, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, SKT wahrscheinlich mit der stärkeren Comp. Stimmt ihr mir dazu? Ja, oder? Also SKT's Comp ist einfach komplett broken. Auf der anderen Seite hat RNG ein brutales Late-Game-Scaling. Also sie haben einen Tristana, einen Azir und der Graves und Poppy sind auch ziemlich gut, plus der Braum. Also sie scalen brutal ins Late-Game. Aber bis dahin müssen sie erstmal kommen. Ne? SKT hat da die Möglichkeit, hinter Türme zu diven und zu counter-juggeln. Und zu engage mit dem Karma Speed Buff. Also, die können da alles machen, was sie wollen mit. Das ist ein OP-Komp, was SKT hat und ich erwarte auch, dass sie das gewinnen. Alles klar. Also, man hat seitens RNG die Konsequenz getroffen, hier tatsächlich die Main Champion, sag ich mal, von SKT in den ersten drei Spielen zu bannen. Jetzt nochmal komplett gemischte Karten. SKT mit sehr, sehr starken Picks einfach, Power Picks am Start. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Euch begleiten werden natürlich wieder unsere zwei wunderbaren Caster. Viel Spaß mit Johnny und Mori. Hast du es jetzt nochmal rechtzeitig geschafft, ja? Irgendwie bist du ziemlich leise. Ja, meine Freunde, ich darf scheinbar anmoderieren. Das freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen im MSI Halbfinale. Game Nummer 4 steht auf dem Programm. SKT lag 0-1 hinten. Jetzt führen sie mit 2-1 und ich bin sehr froh, dass Mori die Technik wieder unter Kontrolle hat. Das passiert, wenn Sola endlich mal auf den Punkt kommt und mal so schnell abgeben kann, dass man es auf Kamera sieht, weil dann vergesse ich mich einzustöpseln. Tja. Schieben wir es auf Sola. Irgendein Hai hat garantiert den Pinguin gefressen, der das Kabel in der Hand hatte und schwuppdiwupp war alles anders. Alles anders ist natürlich auch heute die Situation gewesen. SKT zeigt sich wieder von ihrer Schokoladenseite quasi und dieses Publikum ist on fire. RNG steht jetzt hier mit einer Combo an, die richtig, richtig stark ist, aber auf der anderen Seite, ja, da erwartet sie das blanke Grauen. Ja, es ist super spannend, was die beiden Teams hier gerade in der Pick- und Bann-Phase gemacht haben. Es wirkt ein bisschen verzweifelt, was RNG da gemacht hat. So,
Mist, wir haben gerade zweimal richtig auf die Omme bekommen. Was machen wir? Wir bannen einfach alles raus, was uns genervt hat. Und ja, man sieht es, also Maokai ist momentan Tier-1-Pick, Ryze, Kindred, alles eigentlich Tier-1-Picks. Ezreal noch der beste AD-Carry, wenn du Lucian und ja, Sivir gebannt hast. Dann die Karma, wunderschöne Synergien natürlich, Ryze, Maokai, die werden sich freuen, die wollen alle reingehen. Auf der anderen Seite Late-Game-technisch. Matt Ryze, der ist auch nicht schlecht im Late-Game und auch Maokai wird einfach komplett unzerstörbar. Auf der anderen Seite aber Azir, Tristana, sehe ich das Late-Game-Potenzial doch eher bei Royal Never Give Up. Ja. Allein von der Reichweite her auch, das muss man bedenken. Und Wave-Clear, Turm-Tötungspotenzial, Turm-Zerstörungspotenzial. Ja, also ich glaube, Late-Game sollte hier kein Fight wirklich spannend werden. Also da sollte RNG deutlich besser sein. Einfach weil Azir auch mit Tristana halt einfach die Range hat, um halt einfach komplett weit hinten zu stehen. Und dann hast du immer noch einen Braum mit einer Ultimate zum Disengagen. Im Late Game kann SKT nur über Flanks kommen mit ihren WTP. Allerdings sollte es eben, wie die Analyse-Ecke sehr passend gesagt hat, normalerweise gar nicht so in dieses Ultra-Late Game gehen, weil SKT eine unglaubliche Comp hat fürs Mid-Game. Er ist super stark mit zwei Items und der Rest ist auch strong. Interessant ist auch, wie hier krass gewardet worden ist, einfach um nicht die Standard-Lanes zu spielen. Denn das Problem ist, was du mit einer Tristana hast, du kannst die Lane nur rauspushen. Ja, du kannst die Lane nicht freezen. Und ja, auf der anderen Seite natürlich gerade Karma, Ezreal werden die gut einheizen können. Deswegen sagt man, ja, spielen wir so nicht. Sind durch den Ward gelaufen, aber dafür natürlich zu spät für SKT, das Ganze schon zurückzutauschen. Geht mit Blanc und Duke jetzt in den gegnerischen Jungle, holt sich da den Red Buff. Sehr ungewöhnlich. Ja. Also diese Kombination ist tatsächlich keine ganz normale. Man wird jetzt hier noch selbst den Blue Buff nehmen, aber das Risiko kann man eigentlich nicht eingehen, weil Braum normalerweise zum Blue Buff kommen sollte. Wird auch schon gepinkt. Na, aber er geht nicht hin. Also das ist ein bisschen diffus jetzt. Jetzt hat man gemerkt, dass der Red Buff weg ist. Jetzt geht Braum hin. Also vorher war es nur der Verdacht. Jetzt hat man die Gewissheit. Martha hier Level 2 trifft jetzt hier auf Kindred und Smite. Duke. Ja, das sollte absolut safe sein. Damit hat man den hier sicher so sichern können. Und jetzt aber wird man eigentlich normalerweise nach oben rotieren, aber stattdessen sieht man, dass die Botlane nochmal rotiert. Etwas, was man sonst so eigentlich nicht sieht, sondern eigentlich wären Duke und Blanc nach oben rotiert und man hätte die Türme getauscht. So ja. Haben wir es zumindest lange Zeit im Split gesehen. Aber man will hier unbedingt die 2 gegen 2 Lane spielen auf Seiten von SKT. Ja, das ist genau das Ding. Also SKT will das hier erzwingen zu einem relativ hohen Preis. Also man verliert da natürlich ein bisschen was, gerade weil Bang jetzt noch nicht mal die Träne fertig hat. Also zumindest darauf hätte man durchaus warten können. Geht also jetzt hier in die 2 gegen 2 Situation. Ist allerdings XP-mäßig ein bisschen behind dadurch, dass man ja einmal kurz in der Base war. Wobei man sagen muss, also farmtechnisch kriegt ja auch vor allem Bang eine Menge Farm zugeschustert. Man sieht es halt, der hat mehr Farm als Wush das hat. Sehr zu lassen von Duke, der weniger Farm hat, aber es hält sich in Grenzen. Also sie haben gar nicht so viel verloren, auch durch diesen Double Jungle, dass sie auch beide Buffs unten bekommen haben. War doch eine gute Sache und ich muss sagen, insgesamt gefällt mir das sehr gut von SKT, weil sie sind für mich hier im Vorteil oder mit einem Vorteil da, denn sie sind eben, wie du schon gesagt hast, Base gegangen, haben also einen kleinen Item-Vorteil, wenn es halt nur die Schuhe und ein Keks mehr sind. Duke ist im Farm nicht hinten gegen Looper und die Wave ist jetzt even. Und auf der Botlane ist man sogar vorne im Farm. Also eigentlich SKT hier besser rausgekommen. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass RNG in der 2 gegen 2 Lane vielleicht noch mehr nach hinten gefallen wäre ganz am Anfang. Jetzt sitzen ein paar CS. Wenn es so bleibt, ist es in Ordnung für sie. Aber ist aber eben die Frage, ob es so bleiben wird. Das Spiel hat aber gerade erst begonnen und man muss sagen, in der 2 gegen 2 Lane, hast du recht, wären sie wahrscheinlich weiter hinten gewesen. Aber SKT hatte ja gar nicht die Wahl. Die hatten nur die Wahl, jetzt den Lane-Swap auszuspielen oder eben so ein verrücktes Manöver zu starten, wo du normalerweise CS-Einbußen hast, was hier eben nicht der Fall gewesen ist. Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt hier ausgeht. Also erstmal geht Faker wieder auf die Midlane, hat die Träne. Das ist natürlich auch ein Effekt, den SKT hier auf ihrer Seite hat. Sie haben doppelte Träne am Stacken gleich. Also S wird die sich bei seinem nächsten Recall definitiv holen, um die möglichst früh auch voll zu haben. Wenn wir okay, also hier sehen, wie er jetzt auf dem Weg in die Mana Base ist. Und da will er möglichst schnell sicher in die Base, offensichtlich. Ja, ja. Da zieht er sich zurück. War jetzt nicht panisch oder so. Mana ist eh egal. Cooldowns dann auch, wenn du Base gehst und dann einfach nur schnell und sicher. Exakt das. Also, wir sehen jetzt hier, dass Graves relativ bedroht ist da. Muss man ein bisschen aufpassen, weil Faker halt in der Nähe war. Ja, man sieht es durch den Ward. Aber jetzt hat er eben Raptoren gesmited, kann deswegen natürlich auch ganz entspannt hier den Ward spotten gehen und den natürlich dann auch zerstören. Ja. Alles in allem SKT, ja, vielleicht mit kleinen Vorteilen gerade. Und das vielleicht einfach, weil
wenn das Spiel ewig lange geht, haben wir eben gesagt, Royal Never Give Up hier mit dem Vorteil. Die letzten Spiele dauerten allerdings nicht so wirklich lange und SKT scheint wieder zu sich gefunden zu haben. Also dieses Best of 5 liegt ihnen offensichtlich besser, wenn sie sich auf die Gegner einstellen können, als wenn sie im Best of 1. Da hatten sie ja, kann man schon fast sagen, so eine 50-50-Winrate. Zeigt allerdings nur, dass die Teams vom Niveau, auch vom mechanischen Niveau, sehr nah beieinander sind. Das, was bei SKT und bei den meisten koreanischen Teams einfach den Unterschied macht, ist einfach, dass sie dann taktisch besser eingestellt sind. Meistens, oh, Midlane jetzt ja. Allerdings hier Faker drin. Hat das Exhaust auf sich bekommen? War nicht der beste Trade, aber er hat einen Exhaust bekommen und von daher natürlich super. Aber was ich damit sagen wollte ist, die koreanischen Teams haben meistens das bessere Team um sich herum, das bessere Coaching-Stuff, allgemein ein bisschen professioneller und auch mehr Ersatzspieler, was halt dazu führt, dass sie dann, wenn es in die längere Distanz geht, besser sind davor. Können europäische, amerikanische Teams durchaus mithalten. Ja, ich denke, bei diesem MSI ist es extrem klar geworden, dass ja. Korea nicht immer das Maß aller Dinge sein muss, sondern dass es auch einfach Situationen gibt, wo die restlichen ähnlich stark sind, wo es mechanisch auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau ist und da hat Korea sehr viel einstecken müssen. Und da habe ich Hoffnung, wenn dann wirklich Best of 2 bzw. Best of 3 in NA bzw. EU durchkommt, dass man dann auch fit ist, weil man zwangsläufig einen größeren Kader und mehr Stuff braucht. Und das ist halt das, was Korea, die haben einfach schon E-Sport wesentlich länger. Ja, die spielen auch besser Free, so. Das sind einfach viel mehr Games. Also ist ja auch vollkommen schwer, das zu vergleichen. So, wir sehen jetzt hier unten, dass Tristana unterm Trilter natürlich ein paar Probleme haben wird, quasi das rauszu. Der Fnau, das macht sie ganz gut. Also der E hat da, glaube ich, gerade wahrscheinlich zwei Instanzen drin, um eben genau dieses unterm Trill-Lasteten zu ermöglichen. Auf der Top-Lane haben wir einen kleinen Farmunterschied, der aber noch sehr eng beieinander ist. Und Faker auf der Midlane geht wieder in die Base, weil er sein komplettes Mana verbraucht hat. Also trotz der Träne muss er und da jetzt erstmal neues Mana holen. Und der Blue-Buff ging an MLXG, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist nicht das, was du eigentlich willst. Nee. Also so sollte es normalerweise nicht sein, zumindest wenn er auch in die Richtung geht, kann man sich da sehr sicher sein, dass man den eigentlich abgeben wollte. Ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, also hier hatte er die Sandsoldaten, aber er hat jetzt eben keinen Mana hier bei dieser Faker Szene. Faker ist Base gegangen und deswegen kann Chao Yu zusammen mit MLXG Blonde dort direkt vom Drachen vertreiben, der eigentlich da ist. Tja, und wenn er hier jetzt Mana hätte, da wäre so viel mehr drin gewesen. Ja, das ist halt das Ding. Eigentlich Bang und Wolf, eigentlich SKT in der besseren Position an den Drachen zu gehen, was Blanc ja wusste, weil wenn die eigene Botlane reinpusht, dann hat man eigentlich die Kontrolle über den Drachen. Ging eben nicht, weil Azir runtergegangen ist und Faker Base, aber das fehlende Mana Schlimmeres verhindert. Jetzt allerdings die Bombe auf sich, sollte noch nicht so viel Schaden machen, wie wir sehen. Im Gegenteil, der Trade eigentlich eher zugunsten von SKT nach wie vor. Und dann wird man jetzt im nächsten Anlauf wahrscheinlich einfach den Drachen nehmen. Krabbert. Oh! Wow! Bang trifft da nicht alles. Heal allerdings raus von Wush. Und man selber ist erschöpfen. Hat er eine Pirouette auf den Blink von Gamma gedreht. Das macht aber zweimal Schaden. Und jetzt kommt der Blink dazu. Allerdings ist auch MXLG zur Stelle. Ja, da nenne ich ihn einfach mal um. Ist eh der schönere Name. Ja, bestimmt. Ja. Was wir auch sehen, Faker jetzt mit den Stiefeln der Wendigkeit und die Trainer, wie gesagt, schon früh. Während Chao Yu hat da noch gar nichts wirklich. Also er hat den Stachel noch nicht, hat so einen verstärkenden Wälzer, der jetzt nicht wirklich goldeffizient ist. Und das ist halt so ein Bruchteil von einem Nashorse, von allem so ein bisschen. Ja, muss halt gucken, wo er hier irgendwas rankommt. Sowieso nicht. So, jetzt beide Jungler laufen ja immer konsequent zusammen auf dieselbe Lane. Man will die Lane jetzt hier durchpushen, damit RNG hier in die Base kommt. Das ist verständlich. Oh, da ein Runengefängnis gegen MLXG. Faker klärt einfach die Basalwelle. Ryze ist gut balanced, finde ich immer wieder schön zu sehen, dass der hier im 1 gegen 2 da große Probleme hat, wie sich das gehört für einen Mage. Gerade ja, vor allem nur mit Träne. Die Träne also ist natürlich auch bekannt, ein sehr kosteneffizientes Item zu sein. Mit was vielen Combat-Stats. Ja, ne, ganz, ganz wichtig. Hier kann ich auch verstehen, wenn er auf so ein Item geht, was ja extrem schlecht skaliert, dann ist es nur berechtigt, dass er hier dass er früh das Gold ausgibt, um dann... Ja, finde ich klasse. Finde ich toll. Ist immer wieder schön mit anzusehen. Während Bang jetzt hier unten die Lane freest. Im Übrigen, falls das nicht alle verstanden haben sollten, das war Sarkasmus. Ja, ich hoffe sehr. Naja, es gibt auch Leute, die immer noch glauben, dass Haie Säugetiere sind, ne? Ja, es ist okay. Da scheinst du dich ein wenig festgefahren zu haben. Ja, es ist halt, ne? Aber lassen wir das Thema. Besser ist es, besser ist es. Was haben wir denn jetzt vorzufinden? Wir haben gerade eine Situation, wo SKT so einen fast 1000 Gold-Vorsprung hat. Das klingt jetzt nicht so viel, allerdings ist es dafür, dass sie halt skalierende Items waren, tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also der Ryze ist hier auf der Midlane 25 CS vorne und ist ab dieser Spielphase auch
sehr viel stärker als Azir, weil er immer wieder auf ihn drauflaufen kann. Er hat jetzt auch noch den Katalysator. Oh, der geht hier für einen Sneaky TP. Man will die Toplane diven. Looper noch in der 1 gegen 2. Das wird gleich ein 1 gegen 3. Und Azir hat natürlich keinen TP. Ah, und man hat natürlich auch immer noch die Kindred Ultimate für den Notfall. Braucht man aber nicht fürs Blood. Und man muss sagen, Blanc war extrem stark im Split auf Kindred. Dass er sie jetzt bekommen hat, ist natürlich klasse für ihn und generell SKT auf jeder Lane vorne. Jetzt kommt MLXG. Kleine Wermutstropfen eben, dass Faker da TP'd hat und keine Beteiligung erhalten hat. Auf der anderen Seite geht es jetzt auf die Botlane. Da will man zumindest jetzt korrigieren. SKT riecht das natürlich. 10 Meter gegen den Wind, auch ohne Wards. Ja. Weil der stinkt doch nach dem Dive hier. Du stich doch mal, ist das altbekannt. Kriegt Johnny auch immer wieder zu hören, deswegen weiß er da sofort Bescheid. Das ist einfach Seitsturm der Gefühle durch und durch. Also Midlane jetzt dadurch, dass Azir konnte Lane durchpushen, konnte ein bisschen rotieren. Muss allerdings ja aufpassen, einmal mit dem Swag-Move komplett über die Wall. Das ist ganz angenehm, aber Faker sagt, Turrets sind mir egal. Aber das Exhaust dann doch nicht ganz so sehr. Ja. Es ist ja auch richtig, dann nicht weiter zu traden. Mit dem Erschöpfen auf sich machst du einfach deutlich weniger Schaden. Dein Ultimate hat eh nicht den größten Cooldown und du hast mal eben das Leben des Gegners auf die Hälfte reduziert gehabt. Insofern, ja, selber mit dem Katalysator unterwegs. Warum unnötig Risiken eingehen, wenn man sowieso vorne ist? Und das ist ein Goldvorteil von bald 2000, nur das ohne, dass ein Turm gefallen ist, mit lediglich einem Kill. Guck mal, die Botlane, wie sie gemobbt wird. Also diese Karma ist da auf jeden Fall gerade sehr, sehr böse unterwegs, schätze ich einfach. Ja, gegen die Minions, jetzt muss man da zu den Golems gehen, aber David kann man natürlich auch noch hinlaufen wahrscheinlich. Nee, stattdessen zum Drake, hilft da ein bisschen weiter. Ist der erste bei Minute 12, ist das allerdings noch in Ordnung, wobei wir heute in diesem Best of 5 auch sehr, sehr frühe Drakes gesehen haben. Und Angie wirkt gerade relativ far behind und das ist ein Problem. Klar, sie haben ein klasse Late Game, allerdings ist halt eben diese große Gefahr, wenn die Power Spikes bei SKT kommen, wenn es eben seine Muramana fertig hat und Iceborne hat, wenn Maokai seine ersten richtig tanky Items hat und da eben bei der guten Kindred auch noch der Verschlinger dazukommt. Ja, das Schöne natürlich für Duke ist, er braucht keine Magieresistenz bauen auf der Lane, sondern kann halt direkt auf so einen Feuerumhang bzw. eisgeborenen Handschuh gehen. Er ist gerade diesen Mittelweg eingegangen. Die Teil-Items, die ihm da doch sehr, sehr helfen. Und ein wichtiger Schadensspitze wird einfach der Verschlinger sein von Blanc. Das wird so die Phase sein, dann wird man, wenn der Verschlinger fertig ist, wirklich die ersten skalierenden Items fertig haben, wo SKT eine absolute Schadensspitze hat und die da ausnutzen möchte. Oh, CC'd worden jetzt hier. Und die kriegen sowas von ins Gesicht. Ja, da macht eine Tristana halt nichts in dieser Spielphase. Wie denn auch? Ja, die hat ja noch kaum Reichweite und überhaupt, ja, mit der Kanone und sowieso, eigentlich muss man das reporten, weil schau dir mal den Tristana-Skin an, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Mit dem kann man natürlich nur verlieren. Na, hättest du jetzt hier den König der Löwen Drachenzähmer-Skin, dann hätte ich keiner getötet, weil alle geweint hätten. Ja, weil alle im Kino geweint haben. Ich fand den Film doof. Was? Ich wollte mal den raus. Die Reaktion war aber gut von Maurice. Das war ja nicht dein Was oder dein Umtrainer. Oh, jetzt hier der Engage. TP ist da, aber die sind sowas von schnell unterwegs. TP auch noch durch abgebrochen. Durch das Heal natürlich. Bisschen, sehr früh, aber auch Wush hat gehealt. Insofern okay. Ich muss ja sagen, ich war damals im Kino, deswegen. Ja, vielleicht war das Erlebnis war das ein bisschen vor oder intensiver. Nach dem Krieg? Während des Krieges. So, also Ryze kriegt jetzt hier natürlich den Blue Buff, hat seine Träne und fast auch schon Stab der Zeit hat er fertig. Jetzt geht's hier zur Botlane und das Erlebnis hatten wir auch schon mal. Sola freut sich schon. Botlane Party. 4 Mann, Disco, die kann man Disco, sich Party, nur Party. So hart gönnen. Ja. Aber sofort natürlich die fluchtartige Bewegung von RNG, die jetzt hier noch zum Blue Buff wollen. Die wollen den Red Buff verteidigen. Oh, er kriegt ihn sogar. Aber jetzt, die Phalanx nützt nicht so wirklich hier. Aber hat einen Flash gezogen. Also das, nee. Aber auf der anderen Seite, man hat den Herald Buff und man hat jetzt Damage auf dem Turm. Also wenn ich jetzt sagen müsste, Red Buff gegen Turm. Aber den kriegen sie natürlich nicht. Also ist in Ordnung. RNG hat das Beste aus der Situation gemacht. Da haben wir schon Teams gegen SKT viel mehr verlieren sehen. Nämlich den kompletten eigenen Jungle. Oh nein! Flash wie von Maokai! Tschüss. Und tschüss! Ja, Exhaust muss er ja auch nicht mehr machen. Da kommt er eh nicht lebend weg. Ja, das war nicht so gut, das Positioning davon, als hier in dieser Szene nur mittelmäßig. Gerade wenn Toplane miscallt und das hat Looper, hoffentlich. Ansonsten ist ja die Stimmung wahrscheinlich gleich eher negativ angehaucht. Ja, schnell nochmal so ein Zeppling in den Busch geworfen und dann die Vasallen geklärt. Also es sieht einfach momentan sehr, sehr gut aus für SKT. Muss es aber auch, trotzdem ist das Spiel noch lange nicht gewonnen. Ja, denn 2000 Gold Vorteil ist noch okay für RNG, dass sie erstmal hinten sein würden. Das war ihnen klar.
Und jetzt, oh, mit dem Flash drauf! Den will man holen, Martha dazwischen, heldenhaft mit dem Schild. Der ist auch geflasht, also da wollte man ihn nicht sterben lassen. Das war wichtig hier, dass Faker korrekt nicht noch mehr kriegt. Also, gut gemacht hier von ihnen, da nochmal dazwischen zu gehen. Und unten auf sieht man, dass Tristana halt hier immer noch Probleme hat gegen S, der allerdings Mana-Mune fertig gebaut hat. Wird sich auch so schnell nicht ändern. Oh, Martha sieht jetzt hier die Leute, aber das ist für Tristana vielleicht schon zu spät. Wolf will ihn da einen Weg abschneiden, aber nee. 2 gegen 2, dafür hat Kindred hier einfach zu wenig Leben. Aber den Turret, den kann SKT hier wahrscheinlich holen. Und das ist natürlich nochmal 1000 Gold. Wäre natürlich die sichere Variante, einfach den Turm zu nehmen, wobei man sagen muss, Blanc hätte noch die Ultimate gehabt. Entscheidet sich aber da wegzugehen, weswegen man auch nicht offensiver hier vorgehen kann. Nichtsdestotrotz, 25 Vasallen mehr, Midlane sind wir auch noch gut dabei, genauso wie Toplane, also SKT baut hier den Vorteil eigentlich nur weiter aus momentan. Mit den Teamfights wird man, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich auf den Verschlinger warten. Müssen gleich mal gucken, drauf achten, wie viele Stacks Blanc schon hat. Ah, das sind auf jeden Fall schon einige am Start, gerade dadurch, dass er ja im Jungler des Feindes quasi auch schon, ein bisschen unterwegs war, ein bisschen wildern durfte. Und jetzt ist Ryze hier auf dem Weg zur Toplane. Ah, ist halt eine schwere Situation gerade für RNG. So, natürlich wirken sie so ein bisschen hilflos und ein bisschen unstrukturiert, aber es ist für sie halt wirklich gerade ein reines Hinterherlaufen. Toplane, XP-mäßig halt auch deutlich vorne. Auf der Midlane ist es zwar XP-mäßig equal, aber Ryze hat die komplette Zeit Kill-Pressure. Jeder W ist quasi mehr oder minder ein Kill oder zumindest ein Exhaust. Und auf der Botlane hat man halt gerade das Losing-Matchup. Also auch da kann man nicht wirklich pressuren. Du hast auf jeder Lane gerade ein Losing-Matchup. Also Duke hier gegen Looper. Und jetzt sehen wir auch Looper Blanc und Faker. Eieieiei. Jetzt hi. Flash, aber... Zack, ja. Poppy Ultimate. Aber Faker ist halt dran. Und wolltest du noch ein paar Worte zum Thema Balance loswerden? Ja, Faker hat jetzt hier Gott sei Dank einiges nicht getroffen und deswegen keinen Schaden mehr. Oh wait, der hat ja keine Cooldowns. Es geht gleich nochmal weiter. Looper, der wehrt sich da so lange er kann, aber er weiß auch, wenn ich darüber flashe, das macht da keinen Unterschied. Währenddessen hat Maokai, weil er wusste ja, der Kill ist eh safe, schon weiter gepusht. Und das sieht gerade exzellent aus für SKT. 3.500 Gold vorne, ja fast 4.000 Gold vorne. Und jetzt soll es ja auch noch den ersten Tier 2 Top Turret geben. Ja, vor allem Blanc jetzt im gegnerischen Jungle unterwegs, holt sich da noch schnell das, was es da zu holen gibt. Er ist ein bisschen hinten im Farm, was einfach zum einen an den Ganks liegt und zum anderen das Gravestar für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen schneller ist als die Kindred im Jungle. Darüber kann man jetzt streiten. Nö, ja, stimme ich dir zu. Also, es liegt einfach daran, dass das Gravestar einfach mehr AOE-Schaden hat und deswegen ja in den Camps schneller unterwegs ist. Mit der Nidalee kann Graves nicht ganz mithalten, aber das ist quasi immer wieder die Überlegung, warum du Graves gegen Kindred steckst. Vorteil ist allerdings von Kindred wiederum, dass sie im absoluten Early Game deutlich stärker ist und die Ultimate einfach in Teamfights meines Erachtens kaum zu hoch eingeschätzt werden kann. Ja. Dafür sagt man ja aber so, dass Kindred wiederum ein bisschen dann abfällt, während Graves natürlich im Late Game unfassbar stark ist, weil er halt das Beste von beiden vereint. Er wird tanky, nur auf der anderen Seite knallt der Damage raus, gerade über einen guten Item-Build mit einem Sterax und mal Mortzus, wie man es häufig sieht, nützt ihm das doch da einiges. Ja, der Turm ist jetzt auch Geschichte und damit wächst der Goldvorsprung weiter auf 5000 Gold. Und das ist jetzt schon ordentlich, gerade in der 19. Minute. Zweiter Drache, auch das sollte sicher sein. 19 Stacks hat er. Ah, das ist ein bisschen weniger, als ich erwartet hätte. 24 jetzt natürlich. Das wird noch ein paar Minütchen dauern. So 2-3 Minuten würde ich mal schätzen. Ja. Ja, wobei, vielleicht noch ein bisschen länger. Kommt darauf an, ob sie jetzt den Harry demnächst nochmal legen können. Aber das sieht eher so aus, als würde RNG das machen wollen. Duke kann da aber, glaube ich, auch im 1 gegen 2 die da noch ein bisschen nerven. Ich glaube nicht, dass der wirklich Respekt hat gerade vor denen. Ja, hat er auch nicht. Warum denn auch? Die müssen abbrechen. Also Fake hat halt auch ein TP. Das Ding ist halt, also was SKT immer noch hat, auch wenn es halt ins frühe Late Game geht, sie haben immer noch eine Doppel-TP-Kombo. Das wird später im wirklich Ultra-Late-Game natürlich nicht so viel helfen, wenn nicht mehr viele Türme stehen und wenn du sowieso nur noch gegroupt durch die Gegend läufst. Aber letzten Endes wieder diese 1-3-1-Strategie, wenn du A, überall vorne bist und später B, auch in die Flanke fallen kannst, was Maokai und Ryze sowieso ganz gerne machen. Ja, gerade Maokai ist wahrscheinlich einer der besten TP-Player, vielleicht mit Hekarin, der zurzeit nicht mehr ganz so viable ist. Aber Poppy ist auch nicht schlecht. Oh ja, aber jetzt geht's hier nochmal rein. Martha kann nochmal rausgehen, aber da kommt von unten natürlich jetzt der angesprochene Maokai engage. Oh, Duke ist dran an Martha. Braum Ultimate schon raus und Martha ist es ebenso. MLXG
Viel Leben hat er nicht mehr, reicht aber zum Entkommen. Währenddessen Faker in aller Seelenruhe pusht da weiter die Lane durch. Und das ist der nächste Turm, den man hier eigentlich unmöglich verteidigen kann. Da könnte man sonst in Dive gehen. Die Gefahr ist viel zu groß für Wusch. Der kann nichts machen. Hat auch nur Level 10 momentan. Das heißt noch nicht die verbesserte Ultimate. Ach, die ändert daran nichts. Also die sowieso nicht viel Schaden macht. So oder so, keinen Unterschied machen. SKT nimmt jetzt auch noch T1 Mitteldürder an. Der Goldvorsprung, der steigt gerade exponentiell in die Höhe. 8000 sind es in diesem Moment und das bei Minute 20. Das sieht sehr, sehr eindeutig aus. RNG muss jetzt hier auf jeden Fall nochmal antreten. Sie müssen nochmal kämpfen, wenn sie in diesem Turnier bleiben wollen. Im ersten Game haben sie es so gut gemacht, aber jetzt gerade sieht es doch schwer aus. Das wird aber nicht besser. Das wird nicht besser. Wir haben jetzt gleich Blanc mit dem Verschlinger fertig und wir haben Faker jetzt beide Core-Items schon. Und ja, hier sehen wir nochmal die Situation. Also, der TP kommt von unten von Maokai und jetzt einfach mal darauf achten, wie lange Kindred hier mit ihren Red Buff die Leute slowen kann. Da kommen 1000 Millionen Auto-Attacks raus, dann kommt Maokai und Marta ran, den kriegt man, Duke kommt dann nicht mehr in W-Range für MLXG. Das war noch das Beste hier für die Jungs. Ja. Aber trotzdem wird es schwer. Jetzt ist der Verschlinger fertig und jetzt ist halt so der Punkt. Jetzt hätten sie eine Schadensspitze, selbst wenn sie im Gold Even wären. Selbst wenn sie im Gold Even wären, wäre SKT jetzt momentan stärker. Und die sind halt im Gold vorne. Ja, Ezreal hat seine beiden Core-Items fertig. Oh, Engage ist Marta! Keine Chance! Oh wow, doch eine Chance. Die nutzt er und geht raus. Wie passiert sowas denn? Looper dann vorne mit drin. Faker hält ihn natürlich fest. Der hat keine Cooldowns. Und damit muss Looper dran glauben, damit Marta leben darf. Den habe ich hier eigentlich schon tot gesehen. Tja, aber das ist halt eben genau die Sache in so einem Moment. Da kannst du dann im Zweifelsfall tatsächlich die ganze Aktion nochmal turnen. Aber hier einfach viel zu weit behind. Also die Azir Ultimate wurde, glaube ich, von Ryze überflasht. Man konnte es nicht ganz sehen. Das war genau am Bildschirmrand. Und Faker haut den komplett raus. Den Nash gibt es jetzt umsonst. Und Ryze ist einfach... Faker auf Ryze ist einfach komplett GG. Ja, und der Baron, also ohne eine Poppy hier nicht angehbar, da fehlt dir das tankige Element einfach komplett. Und dazu jetzt, gerade mit einer Kindred, bist du unglaublich schnell, wenn es darum geht, einen Baron zu holen. Also jetzt ist eigentlich die Stärkephase von SKT und jetzt dann sind sie 10.000 Gold noch vorne. Ich sehe da momentan, also wenn RNG nicht irgendwie eine Möglichkeit hat, SKT 10 Minuten lang noch zu verarschen. Ja, das wäre eben genau die Sache. Also Marta wird hier angegangen. Eigentlich eine schöne Aktion nochmal von Looper, der da weit rüber geht. Aber guck mal hier, das 1 gegen 1 von Azir gegen Ryze an. Das ist halt einfach nicht mehr ansatzweise fair. Da passiert gar nichts. Alle Extremes sind noch weggekommen. Das hat RNG gut gemacht. Aber dann hast du natürlich keine Chance, danach den Nash noch zu contesten, weil du eben in die Base musst. Sie gehen hier auf Schadensbegrenzung, aber sie wirken chancenlos. Ja, das, also wie gesagt, die müssten jetzt 10 Minuten SKT an der Nase rumführen und irgendwie, ich weiß nicht, ablenken, ich wüsste nicht wie. Die Jungs sind focused. Aber Blau ist der Einzige im Übrigen noch ohne rote Jacke. Fällt mir auf, wollte ich vorhin schon was zugesagt haben. Der muss sich die wahrscheinlich noch verdienen. Ist ja noch nicht so lange im Team und hat ja durchaus schwankende Leistung, wobei man dann noch Duke seine Jacke wegnehmen müsste. Ja, wobei der jetzt hier zumindest im zweiten Game und im dritten Game für mich eine deutlich bessere Performance gemacht hat. Gerade sein Echo hat mir, sollten sie öfter versuchen zu bekommen, also die Kuppeln waren da sehr, sehr stark. 400 Damage gerade einfach mal auf den Blue Buff gemacht, der gute Ryze mit einem Q. Und jetzt ist hier gerade Graves in Gefahr. Duke ist auf der falschen Seite. Das könnte gefährlich werden. Er hat noch Flash, nutzt er auch. Jetzt gibt es einen Knockout mit der Brown Ultimate, aber ist natürlich immer noch nicht tot. Poppy Ultimate hinterher. Duke hat immer noch ein Drittel Leben. Ja, aber halt der Flash war ein bisschen unnötig, ist ein bisschen zu tief gegangen, vor allem der Turm steht hier noch. Überlebte halt, weil wegen 10.000 Gold vorne. Ja, aber das, also ohne Witz, dass er das überlebt, liegt halt nur daran. Das war komplett ein riesiger Fehler von ihm, aber er kann einfach nicht bestraft werden. Tristan hätte da für ein Insect Ultimate gehen müssen, um den da drin zu halten und dann stirbt sie halt einfach selber, weil Faker auf der anderen Seite steht. Jetzt oben kann man allerdings trotzdem weitermachen. Duke hat zwar nur noch die Hälfte der AP, aber das sind immer noch gefühlte 3.000 Leben. Ja, der ist einfach komplett stabil. Also da hat Greenpeace ein super Aufforstungsprogramm geleitet. Den wirst du nicht mehr fällen können. Ja. Im Zweifelsfall sind da noch 10 Mann vorgekettet. Ja, es geht gegen den nächsten Turm mit dem Baron Buff natürlich super einfach, das Kanonenminion da zu belagern. Die Reichweite von Tristana ist noch nicht ganz so groß. Azir kann auch nicht überall sein. Du hast halt große Probleme, wie wir immer wieder sehen. Faker, das ist gegen Looper.
Ja, der, aber der, der kann das noch halbwegs wegstecken. Ja? Also das sieht noch ganz gut aus, aber macht das mal gegen einen der beiden Carries. Die Finder instant um, sie hat sich jetzt hier zumindest ansatzweise die Magieresistenz vom Höllenzepter schon mal früher gegönnt, einfach weil er meinte, ja, so kann es nicht weitergehen hier. Und jetzt wird er sie angegangen von Kindred, die kennen gar nichts mehr. Es geht die gerade aber auch meines Erachtens einen Ticken zu aggressiv, man muss jetzt nicht die Ruhe verlieren. Ich find's okay, also wir sind so weit vorne und haben gerade ihre Power Spikes. Warum nicht? Also sie spielen es halt gut, sie stehen immer noch zu null. Vor allem, sie haben weder einen Kill, noch einen Drachen, noch einen Turm abgegeben. Also es ist wirklich bis zu diesem Zeitpunkt ein perfektes Spiel, wenn man nur auf diese Daten achtet, nenne ich es mal. Ja, natürlich trotzdem Fehler, man hat eben das gesehen von Maokai. Faker sogar mit einem Schutzengel. Jo, den haut er jetzt nicht rangeholt. Haben wir schon ein paar Mal gesehen im Laufe dieses Turniers, verschiedenste Rise-Item-Builds. Hier wird es also die Variante über GA. Das ist quasi die, du kriegst keinen Comeback-Variante, weil du halt einfach damit ganz klar machst. Selbst wenn kommt er nochmal wieder. Eben, und das ist halt eben genau das Ding. Er kriegt natürlich auch gute Resistenzwerte, die nochmal entscheidender sind, weil sein Schild natürlich dann ja wie Leben fungiert und desto mehr Resistenzen hast, desto effektiver ist quasi dein Schild. Und mit dem Stab der Zeitalter hast du ja auch Leben. Das eben noch zusätzlich dazu. Also er ist jetzt hier extremst tanky und sein Schaden, das haben wir in vielerlei Situationen gemerkt, reicht dir eigentlich schon aus. Natürlich wäre ein Lernstab schön, Rabedons wäre natürlich auch noch klasse. Ja, holt er sich auch noch. Aber das ist halt einfach gerade im Moment das beste Itembild, um ein Comeback zu verhindern. Also sie hat ja auch noch keinen Höllenzepter fertig, ne? Sie hat nur den Negatron-Mantel und hat ansonsten seinen Kristallzepter angefangen. Seine Schuhe auch nicht ausgebaut. Also ich meine, man schaue auf die Items und sehe den Unterschied. Und der ist einfach immens. Ja, Wolf nochmal mit dem Mikaels, einfach um extra sicher zu sein. Ist gar nicht großartig notwendig. Also ich überlege gerade, gegen was er da unbedingt das Mikaels hat haben wollen. Bisschen Verlangsamung, okay. Knock-ups, ja, bedringt. Also auf dem Ezreal, der kann wirklich den Arkanschiff nutzen noch. Du verhinderst halt einfach diese kleinen Situationen, wo Catches nochmal entstehen können. Mitten am Braumstern etc. Xyots eben auch in einer. Oh, aber jetzt geht Faker rein. Aftergrace, Marta muss dazwischen gehen. Die sind alle halbe Leben schon, nur weil er mal kurz geschnuppert hat. Knusprige Schaden jetzt. Braum ist down. Busch hat schon direkt den Raketensprung raus. RNG am Boden. Oh, Bang jetzt vorne. Da gibt's die Kindred Ultimate. Wollen darin kämpfen, warten auf den Rest. Und jetzt geht's rauf. Looper kriegt die eingeschränkt. Wusch, keine Chance. Das war's. SKT holt sich hier das Ding. SKT 8-0. Ein fehlerfreies Spiel. Zu 0. 0 Turrets, 0 Drakes, 0. Keine Kills. Keine Chance. RNG. Keine Hoffnung für China. Nee, sie verlieren in dieses Game. SKT, sie haben in diesem Turnier geschwächelt wie noch nie. Aber jetzt ziehen sie wohl ins Finale ein. Sterben sie nochmals die Frage. Es sieht nicht so aus, als hätten sie daran ein Interesse. Der Fountain hat mehr Schaden gemacht in diesem Teamfight als irgendjemand. Ja, und dann war der Vorsprung zu hoch. SKT, sie sehen nicht glücklich aus. Sie sind immer noch nicht dieselben. Ja, wobei, Faker, ich glaube, das war gerade ein kleines Lächeln da. Aber Faker hat es wieder gezeigt. Hä? Er auf diesem Fist. Am Ende kam die Verzweiflung hoch bei RNG, die da angefangen haben, Fist zu bannen, die Suraka zu bannen. Es geht hier mit einer komplett anderen Pick- und Bannphase. Sie wirkte manchmal obstrus, sie wirkte manchmal ein bisschen improvisiert, aber es hat gereicht. Und einer, der steht daneben. Ja, und jetzt gibt dem Blau doch auch mal sein Jäckchen da. Warum hat der als einziger keine? Weil er kein Bengi ist. So, jetzt sehen wir hier nochmal die Handshakes. RNG hat sich teuer verkauft. Sie haben hier viele, viele überrascht, inklusive natürlich auch mich. Ich dachte, hätte niemals erwartet, dass sie hier so furios ausspielen, dass sie diesen aggressiven Spielstil so gut umsetzen das können. Das ist einfach dieser Super Saiyajin-Modus. Saiyajins werden stärker, wenn man sie schlägt, ja, und nur knapp überleben. Und das ist ja passiert. Sein. Spiel Nummer 1 ins Gesicht und danach gab es einfach, ne, Super Saiyajin, Kaioken, Genki-Dama, alles. SKT hat dann auf jeden Fall aufgedreht. RNG auf der anderen Seite, ein Team, was richtig gute Zukunft hat. Marta hat sich da Jungs um sich geschart, die talentierte Einzelspieler sind, die das Spielverständnis mitbringen. In vielen Szenen hat man gesehen, dass vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung auch fehlt, aber die werden sie auf jeden Fall sammeln. Und ich bin sehr gespannt, dieses Team bei den Worlds zu sehen. So oder so hat sich RNG hier als würdiges Team von China erwiesen und den Zuschauern einem vorheimischen Publikum eine super Show geboten. Auf alle Fälle. Also das wäre natürlich auch, ich meine, SKT mal wieder eine Finale. Und in diesem Jahr haben sie bisher alles gewonnen. Haben den Spring Split gewonnen. Haben die Intel Extreme Masters gewonnen. Gewinnen sie auch die Worlds. Morgen haben wir dann zumindest den Finalgegner Flashwolves gegen CLG. Die beiden Teams, die sich dann darum kloppen, wer
das koreanische Team den Weltmeister herausfordern darf. Am Sonntag. Am Sonntag. Live und in Farbe. Und das war's für heute auch noch nicht, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich unsere AMD Aftershow. Haben uns gedacht, Pre-Show. Party, Party. Moment, das war was anderes, ne? Das kommt erst danach. Sorry. Ja, was war? Mhm. Ja. Ja, wir haben uns natürlich gedacht, damit ihr nicht noch eher aufstehen müsst, machen wir keine Pre-Show, wir machen eine Aftershow. Wir haben ja kompetente Menschen bei uns in der Analyse-Ecke sitzen. Ja, wir haben den Kevin, wir haben den Xio und wir haben den Sola. Aber, ja. Und insofern, Hashtag MSIGEA. Ja, da sehen wir den Lappen. Sollen wir eigentlich so ein Gift draus machen, dass der immer so das könnte funktionieren. In diesem Sinne. Hashtag MSIGEA, ballert den Hashtag voll, weil die Jungs werden gleich eure Fragen beantworten. Ja, und natürlich nochmal in die Analyse angehen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Tschüss.